Noch nicht, Carrie. Noch nicht, Carrie. Okay, Carrie, jetzt. Hi! Been seeing me in your dreams? Cary Grant ist der personifizierte Filmstar. Die Figur passt zu ihm. Er war einfach der schönste Mensch der Welt, wie geschaffen für die Kamera. Cary Grant ist die ideale Traumfigur. Er vereint Schönheit, Kultiviertheit, Attraktivität und Intelligenz in sich. Die Schauspielerei machte ihm so großen Spaß, dass man es ihm ansah. Man konnte diese Freude in seinem Körper und in seinem Gesicht lesen. Er ließ sie einfach aus sich heraus. Er sah nie so aus, als würde er spielen, aber er spielte. Man dachte einfach, das ist Cary Grant, vor und hinter der Kamera. Cary strahlte in seinen Filmen so eine Mühelosigkeit aus, als ob er sich selbst spielen würde. Was so einfach aussah, war in Wirklichkeit eine große emotionale Anstrengung. Er war ein Straßenkämpfer. Ich habe ihm vertraut und verliebte mich in ihn. Aber ich war ihm einfach nicht gewachsen. We're all only human, you know? You, all of you, with your sophisticated ideas. Ain't it awful? Wenn man sich mit Cary unterhielt, schaffte man es nie, an der Figur Cary Grant vorbeizukommen. Er hielt einen auf Zack und machte einen nervös. Es war schwer, sich in seiner Gegenwart völlig zu entspannen. Er war zu gefährlich und zu klug. Er war eine Art Work in Progress. Hollywood hat ihm zwar einen Namen gegeben, doch die Verwandlung von Archie Leach zu Cary Grant hat er selbst vollführt. Jeder wollte Cary Grant sein. Sogar er selbst sagte, ich wäre auch gern Cary Grant. Er konnte unmöglich all die Facetten, die er nach außen hin darstellte, in seiner Persönlichkeit vereinen. Ich habe mehr als die Hälfte meiner 58 Lebensjahre durch die Fassade eines Mannes hindurchgeguckt, der als Cary Grant bekannt ist. Diese Fassade stellte sich einerseits als Vorteil und andererseits als Nachteil heraus. Wenn ich nicht hinausschauen konnte, wie sollte dann jemand hineingucken? Die Leute wollten mit Cary in Verbindung gebracht werden. Sie wollten in irgendeiner Weise ein Teil von ihm sein. Er sollte Jude sein, weil sie Juden waren. Oder er sollte schwul sein, weil sie es waren, damit sie an einem winzigen Aspekt seines Lebens teilhaben konnten. Es ist viel schwieriger, ihn und seine Karriere auf etwas festzulegen, als die meisten glauben. Das hat er geschickt gemacht. Er hat fast nie Interviews gegeben, nie über sich geredet und in der Öffentlichkeit niemanden an sich herangelassen. Die einzige Ausnahme ist eine Serie von autobiografischen Essays, die Grant 1963 schrieb. You know where I grew up? In a one-room shack with a dirt floor. You talk about this side of your family and that side of your family. As far as I know, we only had one side and it was awful poor. Ich wurde 1904 in Bristol, England, geboren. Mein Familienname ist Leach. Dazu kam Archibald Alexander, wogegen ich mich nicht wehren konnte. Er hatte keine sehr schöne Kindheit. Seine Eltern waren nicht glücklich verheiratet. Sie hießen Elias und Elsie Leach. Mein Vater verdiente sein Geld mit der Reinigung von Anzügen und war nicht erfolgreich genug, um die Träume meiner Mutter zu erfüllen. Sie stritten sich ständig und er hatte immer das Gefühl, dafür verantwortlich zu sein. Meine Eltern wirkten nicht besonders glücklich zusammen. Dadurch befand ich mich inmitten eines stetigen Kampfes, der sich schließlich in meinem Charakter manifestierte. Als der 9-jährige Grant eines Tages von der Schule nach Hause kommt, ist seine Mutter verschwunden. Ihm wurde gesagt, seine Mutter sei ans Meer gefahren und nicht zurückgekommen. Er fühlte sich schuldig, weil er dachte, er hätte etwas Schlimmes getan. Ich fühlte eine Leere in meinem Leben, eine Traurigkeit, die mich den ganzen Tag begleitete. Es gab keine weitere Erklärung über Mutters Verbleib.
Sein Vater hatte eine Affäre mit einer anderen Frau, aus der auch ein Kind hervorging. Cary hat es also nicht leicht. Grant ist schlecht in der Schule und wird von seinem Vater oft allein gelassen. Er schwänzt die Schule und verbringt seine Zeit bei verschiedenen kleinen Theatertruppen. Er will dazugehören und bekommt schließlich dank seiner ständigen Präsenz und seiner Hartnäckigkeit eine Lehrstelle als Beleuchter im Empire Theater. Die Samstagsmatinee war in vollem Gange, als ich hinter die Bühne kam. Das war der Moment, in dem ich wusste, dass es kein besseres Leben als das eines Schauspielers geben konnte. Sie gehörten zu keiner Klasse und waren vergnügt. Sie reisten und tourten. Ich hatte meinen Platz gefunden und wurde dort akzeptiert. Bei der Arbeit hört er von der Panda Troupe. Er wollte bei ihnen mitmachen, also schrieb er Bob Panda einen Brief und fälschte die Unterschrift seines Vaters. Panda bekam den Brief und nahm Cary in die Truppe auf. Es gab natürlich ein Donnerwetter, als sein Vater merkte, dass Cary verschwunden war. Er spürte ihn auf und holte ihn zurück nach Hause. Cary musste wieder zum Unterricht und wurde irgendwann aus der Schule ausgeschlossen. Also lief er schließlich glücklich zurück zur Panda Troupe. Sie tourten durch ganz Großbritannien bis in die Provinz. Dort hat er Pantomime, Jonglieren und Purzelbaumschlagen gelernt. Aus dieser Zeit hat er auch sein gutes Gespür fürs richtige Timing, das ihm in seiner Karriere später von Nutzen war. ...1920 reist die Panda Troupe per Schiff nach Amerika, um in New Yorks Hippodrome Theater aufzutreten. Ich finde es wirklich außergewöhnlich, dass dieser Junge mit der Panda Troupe nach New York ging und sogar da blieb, als der Rest der Gruppe zurück nach England fuhr. Er war erst 18 Jahre alt und ganz allein. Es war sehr hart für ihn, denn er hatte so gut wie kein Geld. Er hat wirklich alles gemacht. Er lief auf Stelzen, um für Coney Island Werbung zu machen und verkaufte Krawatten an der Straßenecke. Einfach alles. Während dieser Zeit nutzt der entschlossene Grant jede Gelegenheit zum Vorsprechen und bekommt nach und nach Engagements im Bereich des Varieté. Ich bemühte mich, so entspannt wie möglich zu wirken. Durch diese äußere Entspannung konnte ich mich vielleicht schließlich auch innerlich entspannen. Manchmal macht es mir sogar Spaß auf der Bühne. Er ist nun zwar bei der Hammerstein Organization unter Vertrag, doch erst 1927 gibt er mit Golden Dawn sein Debüt am Broadway, dem viele Produktionen folgen. Er war nun Hauptdarsteller am Broadway und freundete sich mit John Quickney und Henry Ford an. Er umgab sich immer mit Leuten, die er mochte, und lernte von ihnen. Ich glaube, er lernte viel von diesen Playboys aus New York. Denn sie waren alle reich, kamen aus gutem Hause und wussten, sich zu kleiden und zu benehmen. Grant versucht, sich so viel wie möglich von der High Society anzueignen. Er spielt weiterhin eine Saison nach der anderen in Operetten, Dramen und leichten Komödien und steht nun schon sein halbes Leben auf der Bühne. Im Jahr 1929 wird Grant erstmals zu Probeaufnahmen für einen Film eingeladen. Nach ersten Probeaufnahmen lehnte Fox ihn ab. Ihm wurde gesagt, er solle sich keine Hoffnungen machen. Sein Hals sei zu dick und er habe U-Beine. Wer immer das war, er muss kurzsichtig gewesen sein. Der einfallsreiche Grant zeigt sich unerschrocken von Fox' Absage und wird von Paramount engagiert. Er verdient $150 für 6 Drehtage bei seinem ersten Filmauftritt. Sprechen Sie nicht Englisch? No? Well, I speak and sir good Chinese to you. You and me, we chop suey through the park. We chow mein. Yes? Hong Kong? Ping Pong? What do you say? Nach diesem eher unglücklichen Start ist Grant überzeugt davon, dass er eine Zukunft beim Film hat. Er fährt nach Los Angeles, trifft den Boss von Paramount bei einer Party und unterschreibt nur wenige Wochen später seinen Vertrag. Als erstes verlangt das Studio von Archie Leach, seinen Namen zu ändern. Cary heißt die Figur, die er in dem Theaterstück Nicky spielte, und seinen Nachnamen wählt er aus einer Liste von Vorschlägen seitens des Studios, um als Cary Grant einen 5-Jahres-Vertrag zu unterschreiben. Kurz darauf bekommt er prominente Rollen an der Seite von Paramounts großen Schauspielerinnen wie Carol Lombard und Marlene Dietrich. Dort bekommt er mit, worauf es als Schauspieler beim Film ankommt. Er lernt zuzuhören, auf seine Filmpartnerin einzugehen und darauf zu achten, was im Mittelpunkt stehen soll. Grant ist 29, als Mae West ihn als Objekt Begierde für den Film Sie tat ihm Unrecht besetzt. I guess I'm taking your time. What do you suppose my time's for? Sit down.
Er ist nicht nur ein hübscher Kerl in dem Mae West-Film, er fungiert auch als eine Art Polster, nur dazu da, ihr Gegenpart zu sein. That's it. Loosen up. Unbend. Er war sehr verkrampft. Er sagte zu mir, hast du gesehen, dass ich meine Hände in der Hosentasche habe? Ich wusste einfach nicht, wohin mit meinen Händen. Mae West war einer von den wenigen Menschen, die er überhaupt nicht leiden konnte. Sie behauptete immer, sie habe ihn zum Star gemacht. Er entgegnete, dass er schon vorher ein halbes Dutzend Filme gemacht habe. Er hatte eigene Referenzen vorzuweisen, auch wenn Mae West noch so sehr tönte, sie habe ihn groß rausgebracht. Come up again. Anytime. Thanks, I will. Dennoch bleibt Zitat ihm Unrecht zunächst der größte Erfolg des jungen Schauspielers. Nach 8 Filmen innerhalb eines knappen Jahres widmet sich Grant seinem Privatleben. Hello, darling. Have a nice trip. Lovely. Hey, where'd you get the flowers? From an admirer. Up there. The first time Carrie traf Virginia Sherrill zum ersten Mal bei einer Party bei Marion Davis. Sie gehörte zur Chicagoer Prominenz, war schön und war bekannt geworden durch ihre Rolle des kleinen blinden Mädchens in Charlie Chaplins Lichter der Großstadt. Nach einer kurzen Verlobungszeit heiratet Grant Sherrill im Jahre 1934. Carries erste Frau, Virginia Sherrill, machte einmal eine Bemerkung, die ich sehr treffend finde. Ich war in Carrie verliebt. Carrie war in sich selbst verliebt. Ich hatte keine Chance. Ich glaube, wir waren beide nicht entspannt genug, um auf unser Glück zu vertrauen, das wir vielleicht zusammen hatten. Mein Besitzdenken und meine Verlustangst bewirkten genau das, was ich fürchtete, sie zu verlieren. Ein knappes Jahr nach der Heirat lässt sich das Paar scheiden und Grant zieht zurück in das Haus am Malibu Beach, das er mit seinem Schauspielerkollegen Randolph Scott teilt. Grant hat zwar mittlerweile ein gutes Auskommen als Schauspieler, doch die große Rolle blieb bisher noch aus. Er war ein erfolgreicher Schauspieler, der zwar gut aussah, aber keine unverwechselbare Persönlichkeit hatte. Anhand der Filme dieser Anfangsjahre kann man gut seine Entwicklung nachvollziehen. Er spielt immer die männliche Hauptrolle. Souverän, sympathisch, fast zu gut aussehend und ohne viel Tiefe. Und ab und zu kommt mal so ein Schimmer durch. Doch so richtig glänzt er erst in Sylvia Scarlett. Oh, there's plenty of room for both of us here. Come on, get your pajamas. Let's get curled up. Grant bekommt ein Gastengagement bei RKO, um an der Seite von Katharine Hepburn in George Cukor's Sylvia Scarlett zu spielen. Jimmy Monkley, that's me. Little friend of all the world, nobody's enemy but me own. Yeah, I can tell that by the look of you. Hey! Er trifft Kate, die im Film als Junge verkleidet ist. Er spielt einen vollendeten Cockney, der total gelassen ist. Er selbst ist locker dabei und witzig. Er war mit seiner Rolle vertraut und spielte sie großartig. Gentleman Adventurer, one of the Orks. Orks? Oh, Hawks, Hawks. Yeah, Orks, Orks, the word Orks. Sparrows and Orks, that's humanity. The Orks bossed over the Sparrows, that's nature. Now, you want to be a Sparrow? Look at them all around you. What are they? Mere slaves, me. I'm out to beat the system. Easy come, easy go, that's my motto. Der Film ist für den Regisseur und seine Hauptdarstellerin ein großes Event, geht nicht nur unbeschadet daraus hervor, sondern ist auch noch berühmter als je zuvor. Diese vollkommen unaufrichtige Art und die charmante Skrupellosigkeit, die Carrie spielte, passte zu ihm. Das war seine Rolle. Plötzlich blühte er auf und spürte den Boden unter seinen Füßen. Nach der guten Zusammenarbeit mit Cukor und Hepburn kehrt Grant wenig begeistert zu dem Studio zurück, bei dem er unter Vertrag steht. Er war bald unzufrieden mit seiner Situation bei Paramount, denn seine Rollen waren einfallslos und die Filmprojekte uninteressant. Also machte er sich unabhängig, was damals wirklich unglaublich war. Das war damals sehr mutig. Daran kann man auch sehen, wie klug Carrie war. Er wusste, was in ihm steckte, und er wollte die Bandbreite seiner Rollen erweitern. Er war damit sehr erfolgreich. Außerdem ließ er sich am Gewinn von einigen Filmen beteiligen. Einmal haben wir über Akkorde der Liebe gesprochen. Er sagte, ach ja, dafür habe ich gerade einen Scheck bekommen. Ich dachte, meine Güte, das war 1941, und er hat schon Anteile bekommen.
Um in seine Position zu kommen, hat er sehr hart gearbeitet. Es wird immer gesagt, dass ein Self-Made-Man einer ist, der sich aus eigener Kraft hochrappelt. Das sagte auch Carrie zu mir. Darauf entgegnete ich, aber wie viele Menschen auf der Welt sehen dabei so aus wie du? Grant ist sich darüber bewusst, dass sein Aussehen ihm einen Vorteil verschafft hat. Nun will er dem Publikum zeigen, was in ihm steckt. Er packt die Gelegenheit beim Schopfe, als er die Chance hat, mit Regisseur Leo McCarey und Irene Dunn in Die schreckliche Wahrheit zusammenzuarbeiten. Hallo. Excuse me, what do you say? I say I'm glad to know you. How can you be glad to know me? I know how I'd feel if I was sitting with a girl and her husband walked in. I'll bet you do. Die schreckliche Wahrheit war die Geburt des Cary Grant, wie wir ihn kennen und lieben. Er war so wunderbar körperlich, mit diesen tollen Purzelbäumen und Slapsticks. Er machte einfach ganz ungeniert das, wozu er Lust hatte. Zum ersten Mal war der männliche Hauptdarsteller in so einer Komödie wirklich lustig. Normalerweise waren dafür die Frauen zuständig. May I have a drink? Certainly. I had three or four before I got here, but they're beginning to wear off, and you know how that is. The awful truth. Die schreckliche Wahrheit ist ein Irene Dunn-Film. Sie steht im Mittelpunkt und ist viel häufiger zu sehen als er. I can't possibly interpret this as jealousy. I've taken a definite turn for the better. Nothing's gonna hurt me anymore. Sie hätte ihre Rolle ohne einen Partner von seinem Format und mit solchen Fähigkeiten so nicht spielen können. Obwohl diese Rolle als sein Durchbruch gesehen wird, steht Grant seinem Regisseur zunächst kritisch gegenüber. McCarey hatte eine eigensinnige Art zu arbeiten. Wenn er nicht mehr weiter wusste, improvisierte er einfach eine Szene. Er brach ab, ging ein bisschen Klavier spielen und dachte eine Weile nach. Dann kam er mit einer neuen Idee zurück. Nach dem ersten Drehtag brach Irene in Tränen aus. Sie wusste nicht, was für eine Rolle sie eigentlich spielte. Carey sagte, lasst mich hier aussteigen, dafür spiele ich im nächsten Film gratis. So haben wir den Film gemacht, ganz ohne Drehbuch. Das Chaos zahlt sich aus. McCarey bekommt später den Oscar und Grant wird zum Star. Diese Art des Spielens, vor der er in Die schreckliche Wahrheit zunächst zurückschreckte, machte ihn zu dem Cary Grant, den wir alle kennen. Carey überzeugte sofort damit und war völlig in seinem Element. Das war seine Art von Komik, sein Humor. Er lachte mit seinen Zuschauern. Er wusste, dass er die Leute zum Lachen bringen konnte. Genau darum ging es auch im Film, sich verlieben, indem man Spaß miteinander hat. Er ist der einzige männliche Schauspieler, der durch die Screwball-Comedy zum Star geworden ist, denn eigentlich brachte dieses Genre nur weibliche Stars hervor, keine männlichen. Grant ist nun einer der gefragtesten Schauspieler Hollywoods. Da er durch seine Arbeit gebunden ist, werden Besuche in Bristol immer seltener. Den Kontakt mit seiner Familie hält er per Post. Mehrere Monate nach dem Tod seines Vaters 1935 bekommt er Nachricht vom Rechtsanwalt, der den Nachlass regelt. Seine Mutter lebt noch. Ich hörte, dass sie einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte und in eine Klinik eingewiesen werden musste. Ich war ein erwachsener Mann, lebte in Amerika, tausende Meilen von ihr entfernt in Kalifornien. Die meisten Menschen auf der Welt kannten mein Gesicht und meinen Namen, nur meine eigene Mutter nicht. Nachdem sie sich wiedergefunden haben, herrscht zwischen Mutter und Sohn ein gespanntes Verhältnis. Carrie hat ihr einen wunderschönen Pelzmantel mitgebracht, den er für sie in New York hatte anfertigen lassen. Als sie ihn sah, sagte sie, Archie, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Falten gesehen. Er war völlig am Boden zerstört. Grant stürzt sich wieder in Arbeit. Sein nächster Film bringt ihn erneut mit Katharine Hepburn zusammen, in einer Geschichte um einen Wissenschaftler, eine verrückte Erbin und einen verschwundenen Dinosaurierknochen. Leoparden küsst man nicht, ist Grants Einführung in die Welt des Regisseurs Howard Hawks. Cary Grant war ein bisschen nervös in seiner Rolle. Er wusste anfangs nicht so recht, wie er sich ihr nähern sollte. Da sagte Howard Hawks, denk an Harold Lloyd. Und dann gab er ihm diese Harold Lloyd-Brille. Und ab ging's. You shouldn't do that, you know. What shouldn't I do? Talk while someone's shooting. Well, anyway, I forgive you because I got a good shot. And he runs into this hairbrain. Er trifft auf diese abgedrehte Erbin, die völlig gleichgültig gegenüber den Gefühlen anderer ist. Will you get out of my car? Will you get off my running board? This is my running board. All right, honey. Stay.
Er redet mit ihr, aber sie hört ihm nicht zu. Obwohl Catherine Hepburn ihn verrückt macht, erkennt er, dass sie eine Lebendigkeit in ihm weckt, die er vorher nie gekannt hat. You're angry, aren't you? Yes, I am. Mm-hmm. The love impulse in man frequently reveals itself in terms of conflict. Excuse me, the what impulse? Love impulse. Die Szene, in der Catherine Hepburns Kleid reißt, war Cary Grants Idee. I was only trying to be nice. Thank you. Er hatte einen Platz ganz vorne im ersten Rang des riesigen Roxy Theaters in New York. Sein Hosenschlitz war offen und verfing sich im Kleid einer Frau. Da heftete er sich instinktiv an ihre Fersen und folgte ihr zum Ausgang. Er erzählte Hawks die Geschichte, der war begeistert und machte daraus eine der großartigsten Szenen des amerikanischen Kinos. Es gibt immer mehr Missverständnisse, so wie im Sommernachtstraum von Shakespeare. Dann sitzt sie auch noch draußen im Wald. Es ist eine ziemlich surreale Screwball-Comedy. Come on, David, come on down. Come on. Oh, David, make him get down. I suppose you'd like me to climb up and push him down. Oh. Well, maybe we better sing. I can't give you any... Well, sing, David. I can't give you anything but love, baby. Cary Grant war besorgt, dass das Image, das er vorher entwickelt hatte, Schaden nehmen könnte. Hawks sagte zu ihm, nein, du veränderst dich nur. Du entwickelst dich unter dem Einfluss dieser Catherine Hepburn-Figur weiter. Dadurch wirst du ein bisschen normaler. I just discovered that was the best day I ever had in my whole life. You don't mean it. I never had a better time. Er dachte, dass es sich negativ auf seine Karriere auswirken würde. Dabei ist die Tatsache, dass jeder in dem Film ein bisschen verrückt ist, genau das, was ihn auszeichnet. Der Film ist einzigartig. It's a one-of-a-kind kind of movie. Oh, oh, David, can you ever forgive me? I You can, and you still love me. Susan, that... You do? Oh, David. Noch sind es 4 Jahre, bis Catherine Hepburn ihre historische Filmpartnerschaft mit Spencer Tracy eingeht. Bis dahin hat sie in Grant ihren perfekten Partner gefunden. Die New York Times bezeichnet die beiden als zwei der größten Filmschauspieler, die sich voll und ganz der Komödie verschrieben haben und noch dazu eine echte akrobatische Intelligenz aufweisen. Derweil arbeiten sie bereits an ihrem nächsten Film, Holiday, wieder einmal mit dem Regisseur George Cukor. In Holiday kommt diese ganze Lebensfreude zum Ausdruck, die Cary in sich trug. Als er die riesige Villa betritt, in der Catherine Hepburn lebt, ist er ganz überwältigt. Und er hat diesen Watschelgang, als sei er immer noch ein Dorfjunge, dem seine Sachen nicht richtig passen. Er gibt sich als Typ, der für alles offen ist und sich um Ansehen und Geld bemüht. Doch eigentlich ist er das gar nicht. I've been working since I was 10. I want to find out why I'm working. The answer can't be just to pay bills or to pile up more money. Even if you do, the government's going to take most of it. Yes, but what is the answer? In Holiday fordert er die damals herrschenden Vorstellungen heraus. Die Figur, die er dort spielt, gehört eher in die 60er oder 70er Jahre. Während der Dreharbeiten schafft es Grant, sein wachsendes schauspielerisches Geschick mit dem für ihn charakteristischen leichten Touch zu verbinden. Er entwickelte einen bestimmten Stil von Komik, mit diesem Schwung und dieser Eleganz. Er ist eben nicht auf sein Aussehen angewiesen. Er war kein Narzisst. Er spielte, als wäre er ein ganz normaler junger Mann. Und das machte seinen Reiz aus. Grant erfüllt sich einen Kindheitstraum und lässt die Grenzen des Filmstudios für George Stevens Aufstand in Sidi Hakim hinter sich. Er ist begeistert von der Vorstellung, auch einmal so wie Douglas Fairbanks Senior zechen zu dürfen und spielt an der Seite des Sohns seines Idols. Die lebhafte Atmosphäre am Set hat sogar Auswirkungen auf eine wichtige Besetzungsentscheidung. Cary sagte, er wolle in Aufstand in Sidi Hakim spielen. Ich fragte ihn, welche Rolle ich spielen sollte. Und er sagte, werfen wir eine Münze. Bei Kopf spielst du den und bei Zahl spiele ich ihn. So einfach wurde das entschieden und ich bekam am Ende das Mädchen. Der Film war nach Vom Winde verweht der erfolgreichste Film des Jahres. Grant zählt ihn zu seinen Lieblingsfilmen.
Aufstand in Sidi Hakim war damals das, was Star Wars heute ist. Er zog auch Kinder in seinen Bann. Hey, take your hands off that man. Grant kann nun auch den Actionheld in seinen Lebenslauf aufnehmen. Cary Grant was always Cary Grant. Cary Grant war immer Cary Grant. Aber er zeigte verschiedene Facetten seines gesamten Repertoires. Er hatte die großartige Fähigkeit, alles Mögliche spielen zu können. Von Slapstick-Komödien bis hin zu dramatischen, leicht gefährlichen Rollen. Der Regisseur Howard Hawks besetzt Grant 1939 in seiner ersten dramatischen Hauptrolle in SOS Feuer an Bord. I've known a lot of flyers and I've seen a lot of forced landings and they don't sit around and moan about what's going to happen when they hit the ground. It doesn't do them any good to dramatize. Grant spielt eine Figur, die durch die ständige Gefahr abgestumpft ist und in der berühmtesten Szene des Films unnachgiebig reagiert. Haven't you any feelings? Don't you realize he's dead? Who's dead? Yeah, who's dead? Joe. Joe? And who's Joe? Anybody know Joe? Es gibt so eine Art stoisches Ethos, das sich unter Männern breit macht, die wissen, dass sie etwas Gefährliches tun. Sie können nur mit dieser Extremgefahr umgehen, indem sie gute Stimmung bewahren und zusammenhalten. You. Wait a minute, you little fool. Why don't you use your head? Oh, come on, stop it. I don't know how you can act like this with that poor kitty. Yeah, I know, he's dead. Yes, he's dead. That's right. And he's been dead about 20 minutes, and all the weeping and wailing in the world won't make him any deader 20 years from now. If you feel like bawling, how do you think we feel? Das ist eine unglaubliche Leistung. Jemand, der nicht so ein Sympathieträger wie Cary Grant ist, hätte ihren Körnern, die allem und jedem mit dieser Abgebrühtheit begegnet. Aber Hawks wusste, wie er Filmstars einzusetzen hatte, und es war sehr schlau von ihm, Cary Grant für diese Rolle zu nehmen. Ich weiß nicht, wer das sonst zustande gebracht hätte. Im Gegensatz zu dem Image, das Grant in seinen Filmen verkörpert, gibt das Zusammenleben mit Randolph Scott immer häufiger Anlass zu Gerüchten um die Art ihrer Beziehung. Sofort hieß es, oh Gott, die beiden wohnen zusammen, dann muss doch zwischen ihnen auch was laufen. Das war absolut nicht der Fall. Es war bekannt, dass in ihrem Haus am Strand Frauen am laufenden Band ein- und ausgingen. Genauso wie im Haus von Niven ständig Alkohol geflossen ist. Es war einfach eine andere Zeit. Eine Serie von frühen Werbefotos und die Tatsache, dass Grant zwischen seinen Ehen immer wieder mit Scott zusammenzieht, bestätigt für viele die Vorstellung, dass die beiden ein Liebespaar sind. Sie waren sehr gute Freunde. Diese Fotos wurden in dem Haus aufgenommen, das sie teilten. Und wer weiß, ob nicht jemand wollte, dass sie fürs Foto etwas näher zusammenrücken. Und schon heißt es, die beiden würden als Paar zusammenleben und nicht als Freunde. Grant schert sich nicht um die Gerüchte, sondern schneidet die Zeitungsartikel aus und dokumentiert ihre Freundschaft in seinen Alben. Scott unterschreibt darin eine Karte eines unvergesslichen Abendessens mit den Worten »Für meinen Ehemann Cary«. Um Himmels Willen, warum hätte ich glauben sollen, dass Cary schwul war, wenn wir ständig Sex hatten? Vielleicht war er bisexuell. Er lebte schließlich schon 43 Jahre, bevor er mich traf. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Die beiden waren sich über das Gerede bewusst, standen dem jedoch gleichgültig gegenüber und machten sich sogar gegenseitig darüber lustig in »Meine liebste Frau«. Wenn so ein Gerücht einmal in der Welt ist, bleibt es immer bestehen. Außerdem, das sagte Cary immer, wenn niemand etwas Schlechtes über dich zu berichten weiß, dann bist du entweder ein Geizkragen oder homosexuell. Grants und Scotts Freundschaft hält ihr ganzes Leben lang. Und obwohl die Gerüchte nie ganz aufhören, hat es keinerlei Folgen für die Karriere der beiden. Es vergehen mehr als 30 Jahre, bis Grant das Thema schließlich anspricht. Listen, I made a great reporter out of you, Hildy, but you won't be half as good on any other paper, and you know it. We're a team, that's what we are. You need me, and I need you, and the paper needs all of us. Grant kommt wieder mit dem Regisseur Howard Hawks zusammen für den Film His Girl Friday. Um das Chaos perfekt zu machen, spielt Rosalind Russell in dieser Neuverfilmung des Bühnenklassikers The Front Page mit.
Der Film wurde für das enorme Tempo der Dialoge berühmt. I didn't think it was particularly fast, and in order to make His Girl Friday, which was the same story, faster, we started using overlapping dialogue, and we stepped it up about 20%. Oh, Walter, you're wonderful in a loathsome sort of way. Now, will you please be quiet just long enough for me to tell you what I came up here to say? I have a lunch date already. I cannot break this. Will you take your hands off me? What are you playing, osteopath? Temper? You can't have two people talking and saying important things at the same time. They have to have a few words in front and a few words behind that can be lost. And out in the clear comes the stuff that you ought to hear. I need that. But come on. Answer me, Hilly. You don't, do you? No. Take all those Miss America pictures off, face. Hilly, tell me. Please tell me the truth. Oh, wait. Did you ever love me, Hilly? Now, look here, my good man. You shut up, Byrne. Now, how can I do anything to you? You're doing all this to her. I know that. She wanted to get away from you and everything you stand for, but you were too smart. You caught her and changed her mind. Das Drehbuch umfasst 180 Seiten. Der Film ist 90 Minuten lang. Das heißt, sie drehten eine Seite in 30 Sekunden. Das ging ruckzuck. Going by fast. Als Rosalind Russell merkte, wie brillant Cary Grant improvisieren konnte, nahm sie sich an einen Autor, der ihr ein paar Zeilen schrieb, die sie dann für alle Fälle während des Drehs parat hatte. What, would you mind if I sat down? There's been a lamp burning in the window for you, honey, here. Oh, I jumped out that window a long time ago, Walter. Als Walter Burns ist er gemein. Er hat Spaß daran, Leute zu verspotten, zu sticheln und sie zu verhöhnen. Abgesehen von seiner Figur ist Grant selbst liebenswert, weil er es offensichtlich genießt. Die Chemie zwischen Grant und einer weiteren Filmpartnerin stimmt zweifellos und der Film ist ein durchschlagender Erfolg. Nach einer Reihe von Flops, in denen sie unter anderem auch mit Grant zusammen spielte, kehrt Katharine Hepburn zur Bühne zurück und findet dort ihre Paraderolle als Tracy Lord in Die Nacht vor der Hochzeit. Sie erkennt, dass dies ihr Wiedereinstieg ins Filmgeschäft werden könnte und sichert sich die Kinorechte. Als sie ihre Traumbesetzung nennt, stellt sich heraus, dass Clark Gable nicht interessiert und Spencer Tracy beschäftigt ist. Also schlägt man ihr Jimmy Stewart vor und stellt $150,000 für die dritte Hauptrolle zur Verfügung. Grant nimmt sie gern an. In Die Nacht vor der Hochzeit geht es darum, der von Katharine Hepburn gespielten Figur ihre wohlverdiente Strafe zu geben. Die ganze Geschichte baut darauf auf, ihr eine Abreibung zu verpassen. Aber er muss es so anstellen, dass es nicht anmaßend oder moralisierend wirkt, damit niemand findet, dass er sie nicht verdient. Das ist gar nicht so einfach. Hier stellt er wirklich sein Geschick unter Beweis. No, you're slipping, Red. I used to be afraid of that look. The withering glance of the goddess. I didn't think that alcohol would... Oh, shut up. And he is in Trotz dieses Sarkasmus und dieser Spötterei ist er ihr auf seine Art treu ergeben. Er zeigt, dass er sie kennt und will. Er will nur noch mal gefragt werden, weil er die Ehe vermasselt hat. For instance, she never had any understanding of my deep and gorgeous thirst. That was your problem. Granted. But you took on that problem with me when you took me, Red. You were no helpmate there. You were a scold. It was disgusting. It made you so unattractive. That's a really hard scene. Diese Szene ist wirklich schwer zu spielen, denn hier muss er sich erklären, was für einen Schauspieler das Schlimmste ist, was man von ihm verlangen kann. And strength is her religion, Mr. Connor. She finds human imperfection unforgivable. When I gradually discovered that my relationship to her was supposed to be not that of a loving husband and a good companion, but oh, never mind. Say it. But that of a kind of high priest to a virgin goddess. Then my drinks grew deeper and more frequent, that's all. Die Stimmung zwischen Grant, Hepburn und George Cukor ist sehr entspannt. So kann er unerwartete Tiefe und Spontanität in seine Darstellung bringen. Oh, I wonder if I might borrow a drink. Certainly. Coles to Newcastle. Es gibt in Die Nacht vor der Hochzeit eine Szene, die laut Cary Grant und Jimmy Stewart improvisiert ist. Es ist die Szene, in der Jimmy Stewart zu Cary Grant nach Hause kommt und betrunken ist. Er bekommt plötzlich Schluckauf. Das war völlig spontan. Es ist zu sehen, dass Jimmy lachen muss und Cary nach unten guckt, weil er daraufhin auch lachen muss. Sie mussten die Szene fast abbrechen. Das ist wirklich ungewöhnlich. Sick here, Dexter Haven, you have unsuspected depth.
So lustig er auch sein konnte, dahinter verbarg sich eine ernsthafte, echte, sehr interessante und eindrucksvolle Persönlichkeit. Oh, Dexter. I've done the most terrible thing to you. To me? Oh, I doubt that. I doubt it very much, dear. You don't know. You don't know. Well, maybe I shouldn't, huh? But you must. You got to. I couldn't stand it if you didn't. Dexter, what am I going to do? But why to me, darling? Why ask me? Why do I come into it anymore? Sie braucht nicht mit Jimmy Stewart davonzulaufen. Sie merkt, dass sie zu C. Dexter Haven gehört, der nun aufgehört hat zu trinken und zu dem sie zurück will. Dexter, are you sure? Not the least, Frau Risky, will you? You bet. You didn't do it just to soften the blow. Okay, no, to save my face. Oh, it's a nice little face. Oh, Dexter, I'll be yarn now. I'll promise to be yarn. Be whatever you like. You're my redhead. Are you all set? All set. Der Film wird ein großer Erfolg und Hepburn ist wieder ganz oben. Als die Oscar-Nominierungen bekannt gegeben werden, wird nur Grant übersehen. Der Film ist in allen wichtigen Kategorien vertreten und Jimmy Stewart gewinnt den Oscar als bester Schauspieler des Jahres. Cary spendete seine gesamte Gage von Die Nacht vor der Hochzeit der britischen Kriegshilfe. Er setzte sich häufig für Programme der Kriegshilfe ein und ging gemeinsam mit anderen Schauspielern und Schauspielerinnen in Armeelagern auf Tour. Da er zu alt ist, um selbst zu dienen, spendet Grant während des Zweiten Weltkriegs immer wieder Teile seines Einkommens. Mit 36 steht er wieder gemeinsam mit Irene Dunne vor der Kamera, George Stevens Akkorde der Liebe. Akkorde der Liebe ist einer von zwei Filmen, für die Cary Grant eine Oscar-Nominierung bekam. Und bezeichnenderweise spielte in keinem von beiden die typische Cary Grant-Figur. Have you got a Victrola inside? Why, yes, of course. Would you let me hear this one? Otherwise, I'll have to take it home and imagine how it sounds. Don't you have a machine at home? No. Why on earth did you buy a 27? Er spielt einen einfachen Mann. In dieser Rolle kommt kein Smoking vor. Er spielt einen Kerl, der nicht viel erreicht. Aber es gibt hier eine großartige Szene, die aus Grants Karriere hervorsticht. Es ist die, in der er den gefühlskalten Richter anfleht, ihm nicht das Baby wegzunehmen. Look, Judge, we've had her over a year now. Why, we've walked the floor with her when she had the colic. We've lost nights of sleep worrying every time she cut a tooth. We've gone through everything. Everything that real parents have is one of their own. Es ist eine starke und sehr gefühlvolle Szene. Er machte gern Filme mit Kindern. Bei vielen Filmen, die er selbst produzierte, spielten Kinder eine Rolle. Look, I'm not a big shot now. I'll do anything. I'll work for anybody. I'll beg, I'll borrow. Please, Judge, I'll sell anything I've got until I get going again. Only she'll never go hungry, she'll never be without clothes, not as long as I've got two good hands to help me. Grant ist enttäuscht, als der Oscar an Gary Cooper für seine Rolle in Sergeant York geht und konzentriert sich nun darauf, neue Rollen zu spielen. So kommt es im Frühjahr 1941 mit dem Film Verdacht zur Zusammenarbeit mit Alfred Hitchcock. Es ist der erste von vier Filmen mit dem Regisseur, der Gefallen an unkonventionellen Besetzungsentscheidungen findet und Grant die Rolle eines verdächtigen Mörders gibt. What did you think I was trying to do? Kill you? Nothing less than murder could justify such violent self-defense. Look at you. Let me go. Gleich im Anschluss an ihre Oscar-Nominierung für die Hauptrolle in Rebecca wird die 22-jährige Joan Fontaine seine Filmpartnerin. Der Film basiert auf einem Roman, in dem ein zwielichtiger Frauenmörder eine Erbin heiratet, deren Geld er offensichtlich im Visier hat und die er am Ende umbringt. Es gibt so einige Spannungen bei den Dreharbeiten, was für Hitchcocks Filme ungewöhnlich ist. Das Drehbuch ist lückenhaft, die Produktion zieht sich über 5 Monate hin und Grant und Fontaine verstehen sich nicht. Verdacht ist ein verpuschter Film, aber es ist einer der ersten Filme, in dem er einen durch und durch unangenehmen Typen spielt. Johnny,
Sie haben sich nie darauf geeinigt, was für eine Figur dies nun eigentlich sein sollte. Diese grundlegende Entscheidung, die man normalerweise trifft, wenn dem Schauspieler seine Rolle erklärt wird, wurde übersprungen. What the devil do you know about business? Oh, very little. I was only... Suppose Binky had taken you seriously. You'd have ruined the whole scheme. You realize that? Yes, but if it weren't any good. That's my business, not yours. If I say it's good, it's good. Grants Rolle, eine verwirrende Mischung aus Charme und Bedrohung, wird für Hitchcock und RKO zum Dilemma, was dazu führt, dass sie zwei verschiedene Varianten des Endes drehen. In der Romanvorlage bringt Grants Figur seiner Frau ein Glas vergiftete Milch. Bevor sie sie trinkt, gibt der Brief darin, benennt ihn als ihren Mörder. Am Ende des Films sieht man ihn zufrieden zum Briefkasten schlendern und unwissentlich sein Schicksal besiegeln. Hitch sagte, das können wir nicht machen. Cary Grant kann kein Mörder sein. Er ist doch Cary Grant. Also wird aus neun und schon gedrehten Szenen ein Ende zusammengeflickt. Sie fahren damit den ganzen Film an die Wand. Plötzlich werfen sie alles, was vorher passiert war, über den Haufen. Es ist eine Blamage. Dennoch bleibt Grants Image unangetastet. Fontaine bekommt den Oscar für ihre Rolle und Verdacht beschert RKO den höchsten Gewinn des Jahres. 1940 und 1941 sieht man Grant in so unterschiedlichen Filmen wie Die Nacht vor der Hochzeit, Akkorde der Liebe und Verdacht. Er ist überzeugend als kultivierter romantischer Held in einer Komödie. Er spielt einen verdächtigten Mörder, also eine sehr komplexe Figur, und er kann auch den gewöhnlichen, nüchternen Familienvater geben. Das ist bemerkenswert. Doch kaum jemand hat es bei Grant je bemerkt. Die meisten haben ein viel eingeschränkteres Bild von ihm. Während der Dreharbeiten zu Die Nacht vor der Hochzeit geht Grant eine Beziehung mit der Woolworth-Erbin Barbara Hutton ein. 1942 wird er innerhalb von 2 Wochen amerikanischer Staatsbürger und heiratet Hutton. Für die Presse ist das ein gefundenes Fressen. Amerikas reichste Frau heiratet Amerikas größten Filmstar. Das bringt ihnen den Spitznamen Cash and Carry ein. Ich lernte ihn kennen, als er mit meiner Cousine Barbara Hutton verheiratet war. Ich muss damals um die 16 oder 17 gewesen sein. Sie war eine wunderschöne Frau. Sie hatte schöne dunkle Augenbrauen und riesige blaue Augen. Sie war hinreißend. Carrie fühlte sich zu vornehmen Frauen hingezogen. Das sieht man hier nun zum zweiten Mal. Erst Virginia Shirl und nun Barbara Hutton. Sie war schwierig. Sie hatte eine schwere Kindheit, denn ihre Mutter starb, als sie 8 Jahre alt war. Und ihr Vater, der Bruder meines Vaters, war Alkoholiker. Was sie verband, war die Tatsache, dass keiner von beiden die Liebe und Zuwendung der Mutter erfahren hatte. Ein Lichtblick in dieser Ehe ist Lance Reventlow, Huttons Sohn aus ihrer Ehe mit einem dänischen Grafen. Ich war mit Barbara Huttons Sohn verheiratet. Cary war wirklich wie ein Vater zu ihm. Als Opfer eines erbitterten Streits um das Sorgerecht zieht Lance Grant seinem eigenen Vater vor. Sie hatten eine wunderbare Beziehung. Cary liebte ihn abgöttisch und umgekehrt. Sie hatten ein sehr inniges Verhältnis. Trotz Lance geht die Ehe von Grant und Hutton schnell wieder auseinander, da Grants Arbeitsethik und Huttons Bedürfnis, ständig unterhalten zu werden, sich als unvereinbar erweisen. Ihre Freunde arbeiteten nicht, die meisten von ihnen waren Schleimer. Einige habe ich später kennengelernt und kann verstehen, dass er sie nicht leiden konnte. Sie waren einfach nicht sehr interessant. Unsere Ehe hatte nicht genügend Substanz für eine vielversprechende Zukunft. Wir kamen aus ganz unterschiedlichen Welten. Vielleicht machte gerade das die anfängliche Anziehung aus. Cary und ich haben oft darüber gesprochen. Er sagte, dass die Leute einen anders behandeln würden, wenn man so viel Geld hätte. Als Idol bekam er das am eigenen Leib zu spüren. Aber im Unterschied zu Cary war sich Barbara nicht über diese Sonderbehandlung bewusst. 2 Jahre später trennt sich das Paar. 1945 folgt die Scheidung. Sie sind aber Freunde geblieben. Sie rief ihn kurz vor ihrem Tod noch an und Cary freute sich immer, mit ihr zu reden. Grants nächstes Projekt wird sein persönlichstes. Er überredet RKO nicht nur dazu, None But The Lonely Heart zu produzieren, sondern auch dazu, den Autor Clifford Auditz davon zu überzeugen, selbst Regie zu führen. Anything in the shop needs mending, Ma? Nothing that needs your help, Ernie, sweets. Besides, it's Sunday. Painting, polishing, doing a spot of gardening.
Mean to do my best by you, my love. Happy couple, aren't we? In None But the Lonely Heart spielte einen Cockney und Ethel Barrymore seine Mutter. Mit diesem unerbittlich grimmigen Film kehrt er fast zu seinen Wurzeln zurück. Diese Rolle passte in vielerlei Hinsicht besser zu mir als diese unbeschwerten Typen, die ich normalerweise spielte. Er versuchte, sich weiterzuentwickeln und arbeitete mit Clifford Odets, der ein guter Freund von ihm war. Er wollte etwas anderes darstellen. Es ist faszinierend, wie er seine Körperlichkeit nutzte, um so einen stolzen, maskulinen Typen zu spielen. Es geht um Verwahrlosung und Hoffnungslosigkeit im Milieu der Arbeiterklasse. Er spielt einen Sohn, der nach langer Zeit zu seiner Mutter zurückkehrt, die an Krebs sterben wird. Grant spielt eine Rolle, die für jemanden geschrieben ist, der halb so alt ist wie er, was sich auf die Geschichte und auf seine Darstellung auswirkt. Ethel Barrymore bekommt den Oscar als beste Nebendarstellerin und obwohl Grant als bester Schauspieler nominiert ist, geht der Oscar an Bing Crosby. Grant wird danach nie wieder nominiert. Der Film war ein großer Flop und er verschwendete keinen Gedanken mehr daran. Als er mich einmal zu einer Preview nahm, sagte er, das Wichtigste ist, egal was die Leute über den Film denken, du musst immer schön lächeln. Wenn du zeigst, dass du verletzlich bist, machen sie dich fertig. Also immer schön lächeln. Es gibt vier Regisseure, die Cary Grants Charakter maßgeblich geprägt haben. Alfred Hitchcock, Leo McCarey, Howard Hawks und George Cukor. Jeder dieser Regisseure erlaubte mir noch während der Proben zu improvisieren. Dadurch konnte ich ruhigen Gewissens meine eigenen Grenzen austesten, denn ich wurde von einem leisen, einfühlsamen Wohlwollen geführt. Leo McCarey macht aus ihm die Purzelbaum-Komödiengestalt. Cukor fügt die Kultiviertheit hinzu. Von Hawks hat er das Männliche und Abenteuerliche. Und Hitchcock fügt alles zusammen und legt noch eine kleine Portion Rätselhaftigkeit und Wahnsinn obendrauf. Der Regisseur hatte seine Lektion mit Verdacht gelernt. Die Cary Grant-Figur hat ihre Grenzen. Mit Berüchtigt gelingt Hitchcock die perfekte Balance. Grant spielt an der Seite von Ingrid Bergman den Geheimagenten T.R. Devlin. There's one more drink left, please. Shame about the ice. What is? Gone. Was gone? The ice. Berüchtigt ist einer von Hitchcocks besten drei Filmen und Cary Grants komplexeste Rolle. Für Hitchcock gibt es keine ganz normale Liebesbeziehung. Also gibt Devlin Alicia trotz seiner Gefühle für sie die Aufgabe, einen Nazi-Kriegsverbrecher zu verführen. Das Publikum sieht dabei zu, wie er innerlich damit zu kämpfen hat. You land him. Find out what's going on inside his house, what the group around him is up to and report to us. I suppose you knew about this pretty little job of mine all the time. No, I only just found out about it. Er ärgert sich darüber, dass sie schneller in den Plan einwilligt, als ihm lieb ist, und behandelt sie deshalb wie eine Schlampe. You can add Sebastian's name to my list of playmates. Pretty fast work. That's what you wanted, wasn't it? Er spielt da ein echtes Arschloch. Er manipuliert andere und ist kaltherzig. Es ist beängstigend zu sehen, wie gut er dabei ist. Listen, you chalked up another boyfriend, that's all. No harm done. There's no occasion to. You're doing good work. Das Romantische an dem Film ist, dass er sie nur deshalb so schlecht behandelt, weil er verrückt nach ihr ist. I couldn't see straight or think straight. I was a fat-headed guy full of pain. Er hat so etwas nach diesem Film nie wieder gemacht. Das war eher eine Art Ausreißer in seiner Karriere. Danach war er wieder der mehr oder weniger konventionelle Cary Grant. Man spürt den Verlust. Miss Delwagen says that middle-class people like us are all too prone to overlook. Muriel, I know this is asking a lot, but just one morning I would like to sit down and have breakfast without social significance. Jim, you really must take more interest in your children's education. Can't squeeze blood from a turnip.
Die großen Cary Grant-Filme meiner Jugend waren zum Beispiel Nur meiner Frau zuliebe und So einfach ist die Liebe nicht. Das waren riesige Hits, die jeden erreichten. Ich schrieb ein Drehbuch mit dem Titel So einfach ist die Liebe nicht. Ich bekam dafür den Oscar. Und ich bin davon überzeugt, dass ich ihn wegen Carrie bekam. Es war ja eine Komödie und denen schenkten die Kritiker eigentlich kaum Aufmerksamkeit. Als Grant Mitte 40 ist, nimmt er wohlweislich Rollen an, die seinem Alter entsprechen. Trautes Heim, Vatersein und Alltagsleben führen zu einer Flut von einfallslosen, aber dennoch populären Filmen. Well, there must be a girl somewhere who thinks it's a wonderful career just to have a home and babies, whose only thought is to make her husband happy. In dieser Zeit, also eigentlich nachberüchtigt, hat er eine Menge schlichter Filme gemacht. In denen will er einfach nur den Zuschauern gefallen, die ins Kino gehen, um Cary Grant zu sehen. Dabei wurden Filme im Allgemeinen interessanter. Marlon Brando, Elia Kazan und James Dean gehören zu denen, die eine Generation von Schauspielern und Regisseuren zu neuen Ufern führt. Ich habe ihn einmal ziemlich gekränkt. Nachdem ich ihn in Jede Frau braucht einen Engel gesehen hatte, fragte ich ihn, warum er sowas mitmachte, obwohl er sich in seiner Position doch die Filme aussuchen konnte. Er hat mir nie darauf geantwortet, denn er war zutiefst beleidigt. Ich habe daraus gelernt und von da an meinen Mund gehalten. Wieder vereint mit dem Regisseur Howard Hawks schafft es Grant nicht, über die überholte Vorstellung vom Jungbrunnen in Liebling, ich werde jünger von 1952 hinauszukommen. Well, all set. Is your motor running? Is yours? Here you are, Doctor. Oh, thank you, Mr. Peabody. Just mail me the bill. Certainly. It takes a while to warm up. That's me too. Well, watch your head. I'll watch everything else. Er spielte immer noch in Filmen, die schon in den 20er Jahren möglich waren. Diese Filme hatten den stummen Zweiaktern von damals nicht viel voraus. Hey, did you hear that? I must look pretty good. Don't be silly, that was for me. For you? Of course. I ought to punch him in the nose. Henry, remember, you're a lady. He comes from an era in which. Zu seiner Zeit war Schauspieler noch ein richtiger Beruf, mit dem man sein Geld verdiente und nicht etwas, mit dem man seinen inneren Dämonen Ausdruck verlieh. Er musste sich und seine Familie ernähren. Aber genau das ist der Grund, warum die Leute ihn für lange Zeit so gerne sahen. Trotz seiner großartigen Qualitäten als Schauspieler wollte er sein Publikum nicht überfordern. Er sah es als seine Aufgabe an, die Leute zu unterhalten und nicht ihr Leben zu verändern. Er war die Ware, auf die man sich verlassen konnte. Um gute Laune zu bekommen, musste man in einen Cary Grant-Film gehen. Cary Grant is asked to join the screen's immortals. Invited, that is, to make his imprint in the cement of Grauman's Chinese Theater in Hollywood. Unbehelligt von den Reaktionen der Kritiker spielen Grants Filme aus dieser Zeit immer Gewinne ein. Holiday season crowds line up around the block for the world premiere of the Radio City Music Hall's Christmas Show. UI's new release, Operation Petticoat. Der populärste Film seiner Karriere war Unternehmen Petticoat, eine leicht schlüpfrige Familienkomödie. Slightly risque. Russell B. Downing, president of the Music Hall, presents an illuminated scroll honoring Grant as the famed New York showplace's all-time favorite movie star and box office champion. Er machte keinen Unterschied zwischen guten und schlechten Filmen, wie zum Beispiel Unternehmen Petticoat oder Nicht so schnell, mein Junge. Für ihn waren das gute Filme, weil sie dem Publikum gefielen und viel Geld einspielten. Cary Grants finanzielles Interesse, ob nun im beruflichen oder privaten Bereich, war jahrelang ein beliebtes Thema in Hollywood. Einmal ging ich mit Cary Grant in der Nähe von Mount Rushmore die Straße entlang und er wurde von Leuten um Autogramme gebeten. Er nahm von jedem 25 Cent. Da dachte ich, vielleicht sollte ich das auch machen. Er drehte jeden Pfennig zweimal um. Ich glaube, das hatte seinen Ursprung in seiner Kindheit. Wenn man zur untersten Klasse gehörte, war man nichts wert. Und das wollte er nicht. Als Irving Reese, der Regisseur von So einfach ist die Liebe nicht, starb und seine junge Frau Vanessa mit zwei kleinen Kindern zurückließ,
gab Carrie ihr $10,000, obwohl er nicht besonders gut mit Irving befreundet war. Ich sagte zu Carrie, ich habe gehört, dass du ihr Geld gegeben hast. Anspielung auf seinen Ruf als Geizkragen war und erwiderte, ich bin einfach wählerisch. Zwar ist Grant beruflich nicht mehr so experimentierfreudig, aber dies gilt nicht für sein Privatleben. Why don't you tell me all about yourself? Nice little intimate things that you've never told anyone else. Ich traf Carrie an Bord der Queen Mary. Das war fantastisch. Als ich von Bord ging, dachte ich, ich würde ihn nie wiedersehen. Die 20 Jahre jüngere Schauspielerin Betsy Drake hat gerade eine erfolgreiche Laufzeit am Theater in London hinter sich. Aber ich gab ihm nicht meine Telefonnummer. Also musste er mich irgendwie aufspüren. Nach einer endlosen Verfolgung kommt Drake zu Grant nach Los Angeles. Nachdem sie ihren ersten Vertrag mit dem Produzenten Hal Wallace gebrochen hat, unterschreibt sie bei RKO und spielt in ihrer ersten Filmrolle an der Seite von Grant. How many have you? Beg your pardon? These. How many have you? Why, none, fortunately. Fortunately? I'm not married. Wir brannten durch, damit wir unsere Ruhe hatten. Doch das Eheleben stellt sich für Drake als Überraschung heraus. Er wuchs Anfang des 20. Jahrhunderts auf, als Ehefrauen sich noch auf bestimmte Weise zu verhalten hatten. Carrie hat mein Leben verschlungen. Indem ich ihm gefallen wollte, habe ich mich völlig aufgegeben. Don't you find that by accepting this interesting challenge you're apt to neglect your husband? In what way? How many ways are there? Well, I can assure you that whatever inconvenience he has been caused is temporary. Was ich nicht wusste und erst später erfahren habe, war, dass Carrie es satt hatte, ein Sexsymbol zu sein. Er wollte einen Familienvater spielen und sein gesamtes Image ändern. Das war für ihn auch eine gute Gelegenheit, einen Film mit Betsy zu machen. Aber auch nach zwei Filmen mit Drake bleiben Grants Vaterschaftsbemühungen auf die Familie vor der Kamera beschränkt. Carrie wusste von Anfang an, dass ich Kinder wollte. Aber er sagte, ich will reisen und noch so viele andere Sachen machen. Ich will wirklich keine Kinder. Für Grant gab es nur eine Ausnahme. Und das war Barbara Huttons Sohn Lance. Wir haben ihn besucht. Er lebte mit seiner Gouvernante und seinem Hund auf der Ghost Ranch in New Mexico. Ich habe mit Lance und Carrie einen 8mm-Film gedreht. Der hieß Der Mörder der Fossilienschlucht. Die Bindung zwischen den beiden ist über die Jahre noch stärker geworden. In dem Film wurde Carrie von Lance erschossen. Er spielte das so gut, dass ich die Szene zweimal aufnahm und dann zusammenschnitt. Er wollte Eltern haben und ich hing an ihm und Carrie erst recht. Doch Lance stirbt 1972 auf tragische Weise bei einem Flugzeugabsturz im Alter von 36 Jahren. Der künstlerische Triumph von Berüchtigt liegt nun 6 Jahre zurück. Während dieser Zeit lehnt Grant aus eher rätselhaften Gründen Qualitätsprojekte wie Ein Herz und eine Krone und Sabrina ab. Seine kompromisslose Professionalität hält ihn sogar davon ab, in Ein neuer Stern am Himmel zu spielen, bei dem sein langjähriger Freund George Cukor Regie führt. Judy ließ nicht locker. Sie war ganz verzweifelt und wollte Carrie unbedingt. Aber er lehnte ab, weil Judy Garland drogenabhängig war. Carrie war ein sehr disziplinierter Schauspieler. Er erwartete, dass man pünktlich war und seinen Text konnte. Und er wollte kein Risiko eingehen. Stattdessen verlassen Grant und Drake Hollywood und schüren damit die Gerüchte, Grant wolle sich zur Ruhe setzen. Er hat nie etwas davon gesagt, dass er sich zur Ruhe setzen will. Carrie liebte es zu reisen. Das Paar fährt an Bord eines Frachtschiffes nach Asien und legt Zwischenstopps ein, um verwundete GIs des Koreakrieges zu besuchen. Er kam nur zurück, weil Hitchcock ihm das großartige Drehbuch von Über den Dächern von Nizza zugeschickt hatte und ausdrücklich Grant für die Hauptrolle wollte. Das Studio wollte Jimmy Stewart, aber Hitchcock bestand darauf, Carrie zu nehmen, und sie bekamen ihn. Er kehrt zurück, um mit einem Regisseur zusammenzuarbeiten, der ihm zusichert, an der Seite von Grace Kelly und an der französischen Riviera spielen zu dürfen. Einer der Filme, die zeigen, wie perfekt alles für Cary Grant lief, ist Über den Dächern von Nizza,
Hitchcock zeigt sich als Meister der leichten Unterhaltung. Die wunderschöne Grace Kelly ist hinreißend wie nie zuvor. Und Cary Grant spielt einen Einbrecher. Der Film ist unterhaltsam und ohne zu viel intellektuelle Herausforderung. Man hat einfach nur Freude an ihm. You got an opener? Do you want a leg or a breast? You make the choice. Privat war er überhaupt nicht anspruchsvoll. Er hatte keine Ahnung von Wein, er ging nicht oft auf Partys und seine Vorstellung von einem besonderen Essen war Bratwurst mit Kartoffelbrei in einem englischen Pub. Es gibt also eine große Diskrepanz zwischen dem Martini-trinkenden Typen im Smoking, den wir in ihm sahen, und dem wirklichen Cary. You know as well as I do, this necklace is imitation. Well, I'm not. Der Film ist ein großer Erfolg. Grant lässt die Vorstadt hinter sich und kehrt als der charmante Lebemann zurück, den das Publikum liebt. Here at 20th Century Fox Studio, Cary Grant, Deborah Carr and director Leo McCary discuss their newest production, An Affair to Remember. Die große Liebe meines Lebens ist eine sehr packende Geschichte. Insgesamt ist der ursprüngliche Film besser, das sagte McCary selbst. Aber der Plot ist ziemlich unwiderstehlich. Halb Komödie, halb Tragödie ist die Geschichte der unglücklich Liebenden fast eine originalgetreue Neuverfilmung von Leo McCarys Film Ruhelose Liebe aus dem Jahr 1939. I have a telephone call for you from Paris. Mr. Ferrari, would you autograph this? I hadn't seen one attractive woman on the ship since we left. Now, isn't that terrible? I was alarmed. I said to myself, don't beautiful women travel anymore? And then I saw you. And I was saved. I hope. Tell me, have you been getting results with a line like that? Even when he was having fun and... Selbst wenn er Spaß hatte, lachte und Witze machte, was er sehr gut konnte. Order the bouillabaisse, it's superb. Merci, mille fois. Pas de quoi. Oh, shut up. There was still spürte man eine Distanz, als ob er ein Geheimnis hätte. In der Schlüsselszene entdeckt ein stoischer Grant, dass Care ihr Rendezvous wegen eines schrecklichen Unfalls verpasst hat. Cary glaubte fest daran, dass er dem Bild, das er geschaffen hatte, folgen musste. Er hielt die Figur Cary Grant immer aufrecht. Cary Grant. Why didn't you tell me? If it had to happen to one of us, why did it have to be you? There was a most unexpected vulnerability. Cary war unerwartet verletzlich. Von Angst zu sprechen wäre falsch, aber er war vorsichtig mit Beziehungen zu Frauen. Betsy Drake ist nun seit 7 Jahren mit Grant verheiratet. Während dieser Zeit hat sie beachtliches Talent als Autorin gezeigt und nachdem sie für verschiedene Radiosendungen gearbeitet hat, beendet sie das Drehbuch zu Hausboot. Damit das Paar ein drittes Mal zusammen drehen kann, stellt Grant das Projekt bei Paramount vor und hofft, einen Regisseur zu finden, bevor er wegen seines neuen Films verreisen muss. Ich fragte ihn, wohin er fuhr, und er antwortete, nach Spanien. Ich drehe einen Film, Stolz und Leidenschaft, mit Frank Sinatra und einem italienischen Mädchen. Grant kommt nach Spanien und beginnt kurz darauf eine Affäre mit der 23-jährigen Sophia Loren. Ich fragte ihn, was zwischen Sophia und ihm während der Dreharbeit zu Stolz und Leidenschaft gelaufen sei. Und er sagte, ja, wir haben in Spanien ein paar Stierkämpfe ausgefochten. Es war offenbar eine sehr lebhafte Affäre. Er war verrückt nach ihr. Ich glaube, sie war für ihn die sprichwörtlich verpasste Gelegenheit. Cary rief mich an und sagte, er habe gerade die neue Garbo getroffen. Er fragte, ob man aus der Heldin meiner Geschichte eine junge Italienerin machen könnte. Wir stellten das gesamte Drehbuch um. Das konnte nicht gut gehen. Niemand erzählt Drake, dass Drehbuch und Besetzung auf Grants Wunsch geändert wurden. Wenn ich ein bisschen Verstand gehabt hätte, hätte ich gemerkt, wie wenig er mich liebte. Er liebte mich nicht. Betsy beschwerte sich nicht und stellte keinerlei Ansprüche, obwohl wir ihre Geschichte so sehr verändert hatten. In der Zwischenzeit findet Grants Affäre mit Lorraine, noch bevor der Film abgedreht ist, in Spanien ein bitteres Ende. Da er nun vertraglich verpflichtet ist, in Hausboot zu spielen, versucht Grant, aus dem Film auszusteigen. Bevor die Dreharbeiten begannen, berief ich eine Friedenskonferenz ein. Ich sagte, ich kenne euer Problem. Cary willigte schließlich ein, den Film zu machen. Er hoffte, so vielleicht wieder mit Sophia anbändeln zu können. Er versuchte es und sie wurde ihn erst los, als sie Carlo Ponti heiratete. You shake it. What's the
What's the matter? You scared? Yes, I'm scared. Chicken. Wir drehten die Szene, in der er mit Sophia tanzen sollte. Natürlich sah ich vor allem den Kampf, den die beiden in dem Moment austrugen. Aber das machte nichts, weil das Publikum das als Liebe interpretierte. Die Dreharbeiten waren sehr hart, denn das Verhältnis der beiden erzeugte heftige Spannung. Als der Film fertig war, lag ich mit einem Magengeschwür im Krankenhaus. Als er erfuhr, dass Sophia Loren an ihrer Autobiografie schrieb, flehte er sie an, ihn nicht zu erwähnen. Natürlich erwähnte sie ihn. Und das war das Ende ihrer Freundschaft. Als er es mir erzählte, war das ein schwerer Schock. Wenn ich ein bisschen Selbstachtung gehabt hätte, hätte ich ihm die Zähne eingeschlagen und wäre gegangen. Aber das tat ich nicht. Das Paar bleibt erstaunlicherweise zusammen. Und Grant beginnt mit der Arbeit an dem Film, der zu Recht als Höhepunkt seiner Kinokarriere gilt. Man musste die Figur nicht lange vorstellen. Sie war allseits bekannt. Man fieberte mit ihm und ging mit ihm auf die Reise. Nein, wir probten nicht. Das ist Cary Grant, du musst dich in ihn verlieben. Das ist Eve Marie Sand, verlieb dich in sie. Und los geht's. Abenteuer und Spannung waren ihm sehr wichtig. Ich wollte den besten Hitchcock-Film aller Zeiten machen. Wir sehen den Film als eine Reise von New York quer durch das ganze Land bis nach South Dakota am Mount Rushmore. In Wirklichkeit ist es eine Reise durch Cary Grants Charaktervielfalt, durch seinen Werdegang in all den Jahren. Der unsichtbare Dritte ist eine gelungene Mischung aus Romanze, Komödie und Krimi. Die Dreharbeiten beginnen im August 1958. Das Schöne an der Geschichte ist, dass sie einen trotz aller Absurdität und Unglaubwürdigkeit vollkommen fesselt. Man braucht keine ausgefeilte Drehbuchentwicklung. Die Tür öffnet sich, hereintritt Cary Grant und jeder weiß, was das bedeutet. Hitchcock zeigt in seinen Filmen gerne Menschen, die am Anfang alles im Griff haben und dann mit ansehen müssen, wie alles zusammenbricht. Das Publikum denkt, ach, der schafft das schon. Und dann schafft er es nicht, sondern wird gekidnappt. Hitch dachte, das Ganze sei eine Komödie, aber in Wirklichkeit ist es ein Phantasma. Denn die Handlung in Der unsichtbare Dritte ist wirklich absurd. Oh, come on, fellas. What is this, a joke or something? Yes, a joke. We were laughing in the car. Come. Er war ein wunderbarer Unterhalter. In Der unsichtbare Dritte war er unglaublich lustig. Not that I mind a slight case of abduction now and then, but I have tickets for the theater this evening. To a show I was looking forward to. And I get, well, kind of unreasonable about things like that. With such expert play-acting, you make this very room a theater. In ihrem letzten gemeinsamen Film sind Regisseur und Star vollkommen in Einklang. Ich glaube, dass die beiden ein bisschen eifersüchtig aufeinander waren. Hitch hätte nie Cary Grant sein können. Und Cary hätte nie das schaffen können, was Hitch in seiner beispiellosen Laufbahn gelungen war. Sie waren zwei sehr große Stars. Cary hatte eine Wohnung im Plaza Hotel in New York. Für die Szene, in der er durch die Lobby geht, bekam er keine Regieanweisung. Hitchcock meinte, warum soll ich ihm das erklären? Das kennt er doch. Er hat schließlich hier oben eine Wohnung. Cary sagte, ich war wie ein Baby. Ich konnte mich wie ein Embryo zusammenrollen. Und was auch immer er sagte, tat ich. Er hatte immer recht. Grants Vertrauen in seinen Regisseur bringt eine der eindrücklichsten Szenen des amerikanischen Films hervor. There's a scene where Cary Grant is sent out into the countryside. Now you know, it's a setup for him to be shot. And Cary Grant gets out of a bus and stands there. Well, it's perfectly normal. What can happen here? Part
Die berühmte Szene mit dem Schädlingsbekämpfungsmittel ist schon deshalb so amüsant, weil er so gut gekleidet ist und wegen seiner Person. Es ist Cary Grant, der von einem Flugzeug angegriffen wird und sich ins Maisfeld wirft. Mit jedem anderen Schauspieler wäre es nur eine gefährliche Situation gewesen und nicht so wahnsinnig komisch. Ich weiß nicht genau, wie ich dazu kam, eine Krankenhausszene fast zur Komödie zu machen. Almost comedy. Stop! Oh, excuse me. Stop! Eine Szene spielt sogar auf den Charme und den Reiz des echten Cary Grant an. Has anyone ever told you that you overplay your various roles rather severely, Mr. Kaplan? Apparently, the only performance that'll satisfy you is when I play dead. Cary machte sich ständig Sorgen. Er beschäftigte sich intensiv mit dem, was er gerade machte. Ich war beeindruckt, wie gut er vorbereitet und wie diszipliniert er war. Er setzte hohe Maßstäbe. Er war als Erster da und ging als Letzter. Er konnte seinen Text und erwartete von der ganzen Crew, auf Knopfdruck zu funktionieren. Come on, I've got you. Up. I can't make it. Yes, you can. Go. Die Filmkritikerin Pauline Kael drückt es so aus. Er war als Cary Grant besetzt worden und er spielte Cary Grant. Jedes Mal, wenn ich ihn traf, sagte er, wir beide haben so viele Filme gemacht, aber mit diesem haben wir wirklich etwas geschaffen. Aus irgendeinem Grund hat dieser Film den richtigen Ton getroffen, mehr als alle anderen, die ich gemacht habe. Die Leute sprechen mich immer auf den einen an. Wir haben es richtig gemacht. Unsere Ehe war kaputt, aber wir lebten noch zusammen. Ich hatte es mit Yoga probiert, ich hatte es mit Gott probiert, aber nichts half. Ich vertraute mich in meiner Verzweiflung einer Freundin an und sie sagte, ich solle es mit LSD versuchen. Das war damals legal. Es war unglaublich, wahnsinnig toll. Die Droge wird als Alternative zu herkömmlichen Behandlungsmethoden verschrieben. Drake beginnt eine Behandlung bei Dr. Mortimer Mahatma. Grant tut es ihr nach, doch entgegen der allgemeinen Auffassung nicht aus medizinischen Gründen. Er ging zu Mahatma, um zu überprüfen, was ich ihm erzählt hatte. Er glaubte nicht, dass er sich selbst finden müsse. Er hatte sich verdammt nochmal schon gefunden. Er glaubte nicht, dass er verloren war. Grant lässt sich davon überzeugen, die Droge auch zu probieren und wird zu einem lautstarken Befürworter. Er unterzieht sich 100 Sitzungen, bevor LSD 1966 verboten wird. Ich versteckte mich hinter Rechtfertigungen, Scheinheiligkeit und Eitelkeit. Ich musste mich Schicht um Schicht von ihnen befreien. Der Moment, in dem das Bewusstsein das Unterbewusstsein trifft, ist sehr schmerzhaft. Ich sagte, ich verlasse dich heute. Und er antwortete, das kannst du nicht machen, ich drehe gerade einen Film. Aber ich sagte, ich verlasse dich. Nach zahlreichen Trennungen lässt sich das Paar 1962 schließlich scheiden. Nach 3 missglückten Ehen glaubte ich, dass entweder mit mir oder mit der Kultur, in der wir leben, etwas nicht stimmt. Ich bin auf die Zahl meiner Ehen nicht stolz. Nicht Hollywood war schuld daran, sondern meine eigene Unzulänglichkeit und mein Misstrauen gegenüber Beständigkeit. Im folgenden Jahr steht Grant wegen seines nächsten Projektes am Scheideweg. Peter Stone und ich arbeiteten an einem Drehbuch. Ich schickte es Cary. Er lehnte es ab. Ich war sauer und fragte nach dem Grund und Cary sagte, er würde einen Film mit Howard Hawks machen. In Ein Goldfisch an der Leine kamen viele junge Frauen vor und Cary stieg aus dem Film aus. Hawks sagte zu ihm, jedes Mal, wenn ich dich sehe, hast du eine jüngere Frau dabei. Cary antwortete, das ist etwas anderes. Ich möchte so nicht im Film gesehen werden. Wir frühstückten zusammen und er fragte, ob das Drehbuch noch zu haben sei. Ich bejahte und er sagte, wenn du mich noch immer willst, würde ich es gerne machen. Ich antwortete, ja, natürlich will ich dich noch immer dafür. Nach über 30 Jahren Erfahrung mit unterschiedlichen Hauptdarstellerinnen spielt Grant an der Seite von Audrey Hepburn, die 25 Jahre jünger ist als er. Bevor die Dreharbeiten beginnen, äußert er nur einen Wunsch. Nur eines, sagte er. Ich bin ein bisschen zu alt, um einer jungen Frau nachzustellen. Lasst sie mich verführen. Reggie. Got you.
Cary Grant und Audrey Hepburn laufen an der Seine entlang. Sie hat eine Eiswaffel in der Hand. You know, this is good. Want some? No, thanks. That's all. Das ist alles. Perfekt. Nicht zu übertrumpfen. Unruffable. We took all the chances. The money belongs to us, not to him. Now don't be piggy, Herman. He would say all. Er sagte, man dürfe nie vergessen, dass man ein Produkt sei. Ein Cary Grant könne dies und jenes nicht tun. Ein Cary Grant müsse sich so und so verhalten. Er sprach über sich selbst in der dritten Person. Ich sagte ihm, es sei toll, wie sehr er sich von dem Bild, das er geschaffen hatte, distanzieren könne. Do you know what's wrong with you? No, what? Nothing. Er ist nicht mehr einfach nur eine Person. In Charade ist er eine gottgleiche Figur. Er ist reine Mythologie. Well, when you come on, don't you? Well, come on. In den frühen 60ern sieht Grant die 23-jährige Diane Cannon im Fernsehen und setzt sich mit ihr in Verbindung. Die beiden beginnen eine Beziehung und heiraten Anfang des Jahres 1965. Als Cary Diane Cannon heiratete, fand ich die beiden das seltsamste Paar, das man sich vorstellen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass er sich zu ihr hingezogen fühlen würde. Cary las ihr jeden Wunsch von den Augen ab. Ich hatte den Eindruck, dass er sie mehr liebte, als sie ihn. Im Gegensatz zu seinem Privatleben ist Grant klug genug zu bemerken, dass er vor der Kamera nicht mehr die romantische Hauptrolle spielen kann. 1965 fährt er nach Japan, um in seinem letzten Film zu spielen. Oh, I came about sharing the apartment. How do you do? How do you do? You see, this card was on the bulletin board at the embassy. But you're a man. Yes, I suppose so. I prefer sharing an apartment with a woman. So do I. What was really brilliant about Am Set war alles recht beengt, sodass wir ihn aus nächster Nähe beobachten konnten. Set was very, very small. It'll save you all the bother of transferring your things from the other room. Us youngsters. Für uns Anfänger war er ein Vorbild. Wir lernten sein hervorragendes komödiantisches Timing nur dadurch, dass wir ihn erlebten und ihm zusahen. Für die Figur, die er verkörperte, gab es mit zunehmendem Alter keine Zukunft mehr. Anstatt sich in eine Vaterfigur à la Charles Coburn zu verwandeln, gab er uns Cary Grant in Perfektion. Er beendete das Projekt und beließ die Figur dort, wo das Publikum sie sehen wollte und wo er selbst sich sehen wollte. Cary hatte ein Bild geschaffen und er war nicht bereit, es zu zerstören. Es war sein Lebenswerk. Deshalb sagte er an einem bestimmten Punkt, dass es nun Zeit sei, aufzuhören. Nach 72 Filmen beendet Grant ohne Ankündigung seine Karriere. Man kann nicht umkehren, das ist unmöglich. Ich hätte einen weiteren Film drehen können, aber dann hätte ich einen anderen Mann gespielt. Das wäre eine herbe Enttäuschung für das Publikum gewesen. Wir gingen zu einer Veranstaltung, bei der John Ford für sein Lebenswerk ausgezeichnet werden sollte. Beim Einlass sagte Cary, es tut mir schrecklich leid, ich habe meine Karte vergessen, darf ich trotzdem rein? Die Dame fragte ihn, ohne aufzuschauen, nach seinem Namen. Cary Grant, antwortete er. Daraufhin sah sie ihn an und sagte, Sie sehen gar nicht aus wie Cary Grant. Ich weiß, antwortete er, das tut niemand. Er hatte recht, niemand sah aus wie Cary Grant, ihn eingeschlossen. Es war unmöglich. Grant widmet seinem letzten Projekt volle Aufmerksamkeit. Mit 62 Jahren wird er mit der Geburt seiner Tochter Jennifer Vater. Ich glaube, er wollte schon vorher Kinder haben, woraus aber aus verschiedenen Gründen nichts wurde. Zum Teil lag es an seinem Egoismus. Er war damals viel zu beschäftigt mit seiner Karriere. Es veränderte ihn sehr, viel mehr als seine Ehefrauen es vermochten. Ich glaube, zu seiner eigenen Überraschung entdeckte er eine väterliche Liebe in sich, von der er nichts gewusst hatte. Der Altersunterschied zwischen Grant und Cannon führt zu wachsenden Spannungen. Sie war eine lebhafte Frau, die sich mit Carys selbstherrlichen Zurechtweisungen nicht abfinden wollte. Er mochte es nicht, wenn Frauen sich schminkten. Wenn sie Make-up benutzte, sagte er, sie solle es wieder abnehmen. Sie hatte einfach irgendwann genug von ihm. Obwohl sie so glücklich mit Jennifer waren, erreichte das Paar einen Punkt, an dem es sich trennen musste. Grant hatte bisher viel Wert darauf gelegt, die Presse von seinem Privatleben fernzuhalten. Doch 1968 findet er sich in einem öffentlichen Scheidungskampf wieder.
Cannon erhebt öffentlich schwere Anschuldigungen. Grant weigert sich, darauf zu reagieren. Nach seiner Scheidung von Diane blieb ihm nur wenig Zeit mit Jennifer. Im Hinterkopf hatte er sicher auch, dass seine Zeit aufgrund seines Alters begrenzt war. Deshalb wollte er so viel Zeit wie möglich mit ihr verbringen. Im gleichen Jahr wird Grant in den Aufsichtsrat der Parfum- und Kosmetikfirma Fabergé berufen. Ein Schritt, der viele überrascht. Es war eine ungewöhnliche Abmachung. Er war nicht an Geld interessiert. Diane Cannon reiste wegen Filmaufnahmen durch das ganze Land. Deswegen wollte Carrie ein Privatjet zur Verfügung haben, damit er alles stehen und liegen lassen konnte, um Jennifer zu besuchen, wo auch immer sie gerade war. ...1970 erfährt er, dass er einen Oscar bekommen soll für, wie es die Jury ausdrückt, seine einzigartige schauspielerische Leistung. Die Reaktionen des Publikums berühren ihn sehr. I want to thank you very much for signifying your approval of this. I should cherish it until I die. Because probably no greater honor can come to any man than the respect of his colleagues. Thank you. Grant hat ein Händchen dafür, geschäftliche und private Interessen zu kombinieren. Er tritt weiteren Aufsichtsräten bei, unter anderem denen von MGM und Hollywood Park. Als ich Carrie kennenlernte, war er der jüngste 80-Jährige, der mir je begegnet ist. Ich traf ihn beim Pferderennen und er fragte mich, ob ich Lust auf einen Spaziergang hätte. Er hatte einen so lässigen, jungen Gang und war so lebhaft, dass ich ihn immer noch vor mir sehe. Trotz seines Alters reist Grant immer noch für Fabergé um die Welt. Fabergé veranstaltete jedes Jahr eine Messe im Londoner Royal Lancaster Hotel. Ich war dort für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Barbara ist 47 Jahre jünger und heiratet Grant, nachdem er ihr 2 Jahre lang den Hof gemacht hat. Ich hatte nie etwas anderes als eine freundschaftliche Beziehung mit ihm im Sinn. Aber er war ungeachtet seines Alters ein so außergewöhnlicher Mensch, dass ich nicht anders konnte und mich in ihn verliebte. Auch wenn ich wusste, dass unsere Zeit zusammen begrenzt sein würde, wollte ich sie so intensiv nutzen wie nur möglich. Ich hätte sie um nichts in der Welt eintauschen wollen. Es war wunderschön mit anzusehen, wie sehr Barbara und Carrie sich liebten, wie friedlich, sorgenfrei und glücklich sie waren. Sie hatten es richtig gemacht. Obwohl er nun schon seit über einem Jahrzehnt im Ruhestand ist, fasziniert Grants Privatleben noch immer. Chevy Chase machte in einer Fernsehshow einen Witz darüber, dass Carrie schwul sei. Das war dumm und tat Chevy später leid. Carrie war sauer. Er machte sich hauptsächlich Sorgen darüber, wie seine Tochter Jennifer und ich damit klarkommen würden. Er verklagte Chevy und sie einigten sich außergerichtlich. Grant hat schließlich sein privates Glück gefunden. Nun wird er mit Preisen und Anerkennungen überhäuft. Doch anders als seine Kollegen lehnt er alle ab. Carrie hasste es, aufzustehen und eine Rede zu halten. Wenn er für irgendetwas ausgezeichnet werden sollte, war ihm der Gedanke daran lange vorher unangenehm. Es war die ganzen Umstände nicht wert. Als das Kennedy Center ihn einlud, sagte er zu, weil er wusste, dass er hier einfach nur den Abend genießen konnte. Ich arbeitete mit Ginger Rogers an einer kleinen Show für sie. Ich schrieb Carrie davon und 2 Tage später rief er mich an. Er wollte nur über Ginger sprechen. Irgendwann brachte ich es endlich über mich, ihm zu erzählen, dass ich gerne so etwas mit ihm machen würde. Er lehnte ab und sagte, er würde keine Reden mehr halten und wolle nichts mehr damit zu tun haben. Nach 1,5 Jahren guten Zuredens willigt Grant schließlich ein, in der Show An Evening with Cary Grant vor Publikum aufzutreten. Ich war sehr überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass er zusagen würde, weil er sich zu diesem Zeitpunkt aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen hatte. Seine einzige Bedingung war, dass keine Karte mehr als $25 kosten dürfe. Grant kehrt zu seinen Wurzeln zurück und tritt in den gleichen Theatern auf wie zu seinen Varieté-Zeiten vor 60 Jahren. Es war toll zu sehen, wie sehr das Publikum ihn verehrte. Egal ob männlich, weiblich, jung oder alt. Alle waren einfach nur begeistert, Carrie zu erleben. Er hatte sehr, sehr viel Spaß dabei, Rede und Antwort zu stehen.
Reizende Damen mit blau getönten Haaren saßen vorne im Publikum, sensationell aus. Sie waren begeistert, die Legende plötzlich leibhaftig vor sich zu sehen. Er war wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückgekehrt, keine Frage. Er hatte in der Provinz angefangen und nun war er wieder dort. Am 29. November 1986 soll Grant in Davenport in Iowa auftreten. An diesem Morgen war er in sehr guter Verfassung. Wir waren spazieren gegangen, hatten herumgescherzt und viel Spaß gehabt. Erst nachmittags während der Probe merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Er konnte sich nicht konzentrieren. Grant wird ins Krankenhaus gebracht, wo er um 23.22 Uhr an einem schweren Schlaganfall stirbt. Er hätte zu Hause in seinem Bett sterben können oder sonst wo, aber er war unterwegs auf Tour und machte etwas, was er gern tat. Der Regisseur Billy Wilder und seine Frau Audrey bringen in ihrem Telegramm an Barbara die allgemeine Stimmung auf den Punkt. Das Vorbild lebt nicht mehr. Wem sollen wir nun nacheifern? Den größten Teil meines Lebens schwankte ich zwischen Archie Leach und Cary Grant. Ich fühlte mich bei keinem aufgehoben und misstraute beiden. Er erfand sich selbst als Cary Grant und dann musste er diese Rolle vor und hinter der Kamera spielen. The last man who said that to me was Archie Leach, just a week before he cut his throat. Is that so? That's so. We've been in worse chance than this, haven't we, Hilde? Nope. Aber es war faszinierend, diese Figur auszubauen. Er schuf sich selbst ein Leben. Was ihn für mich so unwiderstehlich machte, war sein unerschütterliches Selbstvertrauen. Ich glaube nicht, dass Cary Grant als Künstler angetreten ist. Irgendwann wurde ihm klar, dass er das, was er tat, perfektionieren müsse. Und darüber wurde er zu einem Künstler. Wer wird Cary Grants Nachfolger? Bisher niemand. Nada. I won't trouble you anymore tonight. Good night.